Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. So, hier ist mal wieder ein kleines Video. Hier geht es jetzt eigentlich nur um ja, das aktuelle Personalupdate. Nachdem die Spieler jetzt 4 Tage frei bekommen haben, was schon wieder ein absolutes Unding ist. Aber wie gesagt, mit diesem Trainer wirst du keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ja, wir sind in der größten Krise unter diesem Bessermacher-Wundertrainer und er gibt wieder 4 Tage frei, weil er meint, es sind ja nicht alle da. Und man könnte angeblich ja nicht vernünftig trainieren und in der Länderspielpause hat er sowieso nicht wirklich intensiv gearbeitet. Ja, das sehen wir auch. Deswegen geht es ja auch seit letzter Saison der Rückrunde bis jetzt halt auch steil bergab. Als ob man nicht irgendwie 12 bis 14 Leute zusammenbekommt, die halt da sind, die eben keine Länderspielpause haben oder die eben nicht ja, schwer krank oder großartig schlimm verletzt werden. Ansonsten kannst du ja immer noch 3 von deinen 45 Trainern aus dem Trainerteam und Staff da nehmen, dann sollen die da halt ein bisschen mitkicken, sodass du irgendwie 16 bis 18 Leute auf dem Platz bist, um irgendwie Spielform machen zu können. Ja gut, aber wie gesagt, die Verantwortlichen machen sowieso, was sie möchten und meistens kommt da nur Scheiße bei rum. Allerdings muss ich jetzt aber auch die Spieler kritisieren, mal wieder, nur weil der Trainer da 4 Tage freigibt, heißt es dann nicht, dass der Spieler nicht auch selber was machen kann. Gut, wenn er da jetzt irgendwie Fahrrad fährt zu Hause oder irgendwie um den Block läuft, joggt, so rum, kann man ja trotzdem irgendwie sagen, nee Trainer, ich gehe zum Training, ich lerne hier mal ein bisschen Dribbling, Doppelpass spielen oder sowas oder Flanken schlagen, wie das ja, ja Modest und Schindler ja vor 2 Jahren auch gemacht haben, nach der normalen Trainingseinheit, hat Schindler noch weitere Flanken auf Modest geschlagen. So, hier passiert gar nichts. Ne? Und das ist einfach, ja, ist einfach erbärmlich und das kannst du mit nichts vergleichen. Ne? Gut, kommen wir jetzt zum Personalupdate. Jan Thielmann steigt wieder voll ins Mannschaftstraining ein. Hoffentlich, ja, geht das alles gut. Aber meistens ist es ja so gewesen, dass wenn er wieder final zurück war, dass es dann irgendwie gefühlt 2, 3 Spiele gut ging und dann passierte wieder was. Ich hoffe, dass es diesmal nicht der Fall sein wird, weil wir brauchen jemanden wie ihn halt. Allerdings braucht er jetzt natürlich auch erstmal wieder Spielpraxis. Das dauert jetzt auch wieder ein paar Wochen, bis er dann tatsächlich wieder komplett gut dabei ist. Wenn er bis dahin nicht wieder anderweitig ausfällt. Ne? Wollen wir mal sagen, toi 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 und drücken die Daumen. Zu ja, Christensen, Benno Schmitz, Linden Meiner und auch Weschenbach kann man so viel sagen, dass die Jungs noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen werden. Die sind im Reha-Programm, also trainieren vielleicht etwas individuell oder noch nicht mal individuell. Also da sieht es dann wohl auch eher schlecht aus für das kommende Derby gegen Gladbach. Ja gut. Allerdings wird jetzt zu Marc Uth, Florian Dietz und Katterbach soweit nichts gesagt. Möglicherweise ist, dass sie dann jetzt auch weiterhin final komplett voll ins Mannschaftstraining einsteigen werden oder auch dort verbleiben, was ja sehr positiv ist. Ja, aber auch da, wie gesagt, die haben auch Ewigkeiten kein Fußball gespielt. Ja, da ja, muss man halt auch abwarten. Allerdings sollte zumindest Marc Uth, gehen wir mal da fest von aus, eine Alternative von ja, sein fürs Wochenende, sodass er dann halt von der Bank kommen kann. Ob er dann irgendwie einen Impact bringen kann oder irgendwie so, das muss man dann halt sehen. Darf man jetzt aber auch nicht zu viel erwarten. Ne? Kainz, Ljubicic und Olesen sind jetzt, glaube ich, auch zurückgekehrt. Ob sie jetzt heute voll mittrainieren, keine Ahnung. Wie gesagt, die sind aber dann auch wieder dann jetzt oder sollen soweit in Köln sein. Ja. Hoffen wir mal, dass die Woche ja, gut verläuft, dass alle ja, gesund bleiben, keiner krank ausfällt, sich keiner verletzt und alle Gas geben. Und dann, ja, gut, geht es halt in das nächste Spiel mit der nächsten Hoffnung für uns Fans, dass das mal mit Punkten ja, am Ende des Tages dann mal rumspringt, sodass wir dann mal sagen können: Okay, jetzt haben wir dann Punkte, ja, entweder 2 oder sogar Punkt bis 4. Das wäre enorm wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren oder nicht komplett irgendwie ja in diesen, wo wir schon längst drin sind, in diesem Abwärtsstrudel, ja nicht weiter noch ja nach unten geraten und uns komplett alles verderben, alles verhauen. Und ich sage euch das, wenn gegen Gladbach wieder eine schlechte Leistung bei rumspringt, keine Ideen, keine Gegenwehr oder kein Umdenken in irgendwas, was seit letzter Saison Rückrunde schon schief läuft. Ja, dann ist das hier alles nicht mehr haltbar und ja, aber gut, von Vereinsseite hat man ja schon diverse Rückendeckungen für den Trainer ja, ausgesprochen gehabt, mindestens, wenn das stimmt, mindestens bis Ende der Hinrunde ist Baumgart fest im Sattel, aber worauf will man denn jetzt warten, wenn man jetzt erneut wieder verliert, jetzt gegen Gladbach, danach wartet Leipzig.
Ja, also mit dem Fußball, mit dem wir gerade spielen, ja, wirst du halt nichts gewinnen. Und jetzt kam halt auch raus, dass das Pressing nicht mehr funktioniert, weil und so weiter. Das Pressing hat maximal im ersten Jahr funktioniert. Auch letzte Saison hat das Pressing so gut wie gar nicht funktioniert. Da ist man auch blindlings angelaufen und kam nie an den Ball und hat den Ball gewonnen und daraus mal eine Torschance gehabt oder sogar ein Tor erzielt. Also ich weiß nicht, warum wir immer darüber reden, Pressing. Und Leute, die sagen, ist das Baumgart-System entschlüsselt? Leute, meint ihr, der Gegner sitzt da und analysiert den FC und sagt, oh Gott, wir haben keine Ahnung, wie die spielen oder was? Mehr wie blind anrennen und wild Flanken schlagen, mehr tun wir ja nicht. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie 35 verschiedene Arten haben, im Spiel zu agieren. Das wäre ja mal schön, wenn wir mal mehr wie eine haben, ne? Sodass man halt auch mal irgendwie anders reagieren kann. Aber naja, gut. Ich gehe davon aus, dass sich natürlich nichts ändern wird, so wie Baumgart da drauf ist, stur und ignorant, sodass es dann halt wieder heißt, gegen Gladbach Hauptsache Attacke und nur blind raufrennen und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht gehen wir auch einzeln wieder in Führung, freuen uns alle wie ein Keks und ja, und am Ende verlierst du dann wieder, weil du irgendwie nach 40 Minuten oder nach 60 Minuten einfach keine Kraft mehr hast, weil du da die ersten Minuten da wie so ein Vollidiot über den Platz gelaufen bist. Ja, darauf solltet ihr alle mal achten. Da gebe ich jetzt schon mal den Hinweis, unabhängig davon, wie das Spiel tatsächlich final ausgehen wird. Aber wenn die Mannschaft wieder komplett wild raufrennt, dann achtet mal darauf, dass viele Spieler noch in der ersten Hälfte völlig platt sind. Und dann wundern wir uns, wenn ja, entscheidenden, wichtigen Aktionen, sei es gegen den Ball oder nach vorne, dass dann da einfach die Kraft fehlt. Ja, einfacher kann man das eigentlich nicht in Worte fassen, ne? Aber gut. Neue Woche, neues Spiel, neues Glück. Ja, wie gesagt, ich sage schon seit Wochen, die Mannschaft, der Verein ist in der Bringschuld, aber jede Woche aufs Neue versagen sie erneut. Ich hoffe, dass sich das jetzt endlich mal ändert. Aber gut, wenn man jetzt schon wieder ja, 4 Tage freigibt, weil man meint, ja, nee, bringt ja alles nichts oder sind ja eh nicht genug Leute da, wo ich mir denke, natürlich sind genug Leute da. Dann machst du mit denen was, dann trainierst du was mit denen. Dann trainierst du halt nicht nur Laufen oder Flanken. Dann trainierst du mal ein bisschen Fußball spielen, Passspiel oder irgendwas. Du kannst immer noch was machen. Selbst es gibt Trainingswochen, wo im Grunde alle da waren und von wo du denkst, die trainieren 90 Minuten bis 120 Minuten, da sind die nach knapp 60 Minuten austraben und bisschen hahaha, hihi, sind die wieder alle vom Platz gelaufen und sind in der Kabine verschwunden. So sieht das Training beim 1. FC Köln aus, seitdem Baumgart da ist. Nicht nur so, aber eben auch so. Und wir wundern uns, warum die da kein Fußball spielen können, warum die nichts auf die Kette kriegen. Ich weiß es nicht. Aber gut, das wäre es jetzt erstmal von mir. Mal gucken, was denn jetzt die nächsten Tage passiert. In der Hoffnung, dass, wie gesagt, niemand ausfällt, dass alle fit sind. Zumindest wo es jetzt danach aussieht, dass sie fit sein werden. Was jetzt, wie gesagt, final mit Christensen, Schmitz, Meiner und halt auch Weschenbach sein sollte. Wobei Weschenbach und Christensen ja eh keine Rolle spielen für die Profimannschaft. Ja, bleibt dann halt abzuwarten, ob denn vielleicht ein Schmitz und Meiner sich vielleicht doch noch irgendwie herankämpfen, sodass sie dann irgendwie eine Alternative von der Bank wären und gegebenenfalls ja eingreifen könnten und oder mitspielen könnten, falls Baumgart sie dann halt einwechselt. Ja, es wird halt Zeit, dass wir oder besondere Schlüsselspieler wie Meiner, der ja trotz alledem, auch wenn er zuletzt halt auch reingeschissen hat, weil seine Hereingaben einfach schlecht waren oder er einfach nur schnurstracks geradeaus rennt und nicht mal irgendwie was anderes macht, brauchen wir ihn natürlich schon, ne? Jetzt nicht für unser nicht vorhandenes Pressingspiel, sondern einfach für unser generelles Fußballspiel, ne? In der Hoffnung, dass der Trainer, dass das Trainerteam, dass sie dann auch mal jetzt mal ein bisschen umdenken und dann halt auch mal ein bisschen anders agieren und nicht immer nur voll rauf und nach 40 Minuten haben wir alle keine Kraft mehr. Denn es ist auch schon ewig her, dass wir bis 90 plus komplett volle Pulle durchgelaufen sind. Das hast du doch auch nicht mehr, ist auch nicht mehr der Fall, ne? Aber gut, genug für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und ja, wir schauen mal, was die nächsten Tage so mit sich bringen. Und dann sehen wir weiter, ne? Wenn es was gibt, dann werde ich mich melden. Ansonsten haut rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.